Vor allem bei denen etwas, damit Hannah-Fan bloß nicht verhungert. Das wäre ja doof. Hand des Todes. So, und Yuki, der piepst gerade ein bisschen, weil der draußen einen Krankenwagen hört und der momentan ja so warm ist, ist natürlich das Fenster auch auf, dadurch kriegen die natürlich auch mehr mit. Und deswegen müssen die halt zu jedem Geräusch ihren Senf abgeben, also werden sie jetzt wieder ein bisschen rumpiepsen, zumindest der Yuki, der piept, der gerade am rumknabbern. Und wir haben gerade eine Arcane Leinhose bekommen. Natürlich können wir die nicht gebrauchen. Und ich hoffe... Ah, okay. Die Libelle hat uns zum Glück nicht angegriffen. Ja, dazu fehlt nämlich uns 38 Magie und wir haben ja eigentlich gar keine. Ne, wir haben überhaupt keine Magie. Jetzt klingt das Telefon, deswegen muss ich da mal eben dran gehen, ob wir eine Quest abgeschlossen Sekunde. Passend zum Telefonat hatte ich gerade ein Disconnect. Ich meine, das ist natürlich gut eigentlich einerseits, weil somit passiert mir nichts. Aber halt auch sehr amüsant, wie passend das plötzlich kam. Nun gut, einmal Pupblume wieder aufgerufen. Wir haben ja, wie gesagt, gerade die Picknickkörbe von den Monstern gefunden. Wir können einmal in unserem Quest-Inventar gucken, wie die denn aussehen. Das sind diese Schachteln. Ich glaube, die kennen wir auch als anderes Item-Symbol. Bin mir aber nicht mehr so sicher. Nun gut, dann wollen wir nochmal mit Hannah Fenn sprechen. Hunger. Danke, das sieht gut aus. Holt euch keine Magenschmerzen. Ja, das wollen wir natürlich nicht. So, wieder eine Quest, geheimnisvoller Meister. Hehe, mein Magen geht es jetzt gut. Ich werde meine Mutter suchen gehen. Es ist gefährlich, allein zu gehen. Wartet auf euren Meister. Aber er ist schon so ewig weg. Was ist, wenn er auch in den Fluss gefallen ist? Wie meine Mutter. Ich werde ihn für euch finden. So, jetzt müssen wir den mysteriösen Meister suchen. Dazu gucken wir jetzt einmal mal in die Quest. Hannah-Fan, geheimnisvoller Meister, ist vielleicht im gleichen Schicksal zum Opfer gefallen wie ihre Mutter. Schaut, ob ihr ihn finden könnt. Ja, wie gesagt, wie wir ja herausgefunden haben, ist die Mutter in den Fluss gefallen, in wahrscheinlich diesen Fluss, wo wir uns gerade befinden. Hier haben wir einen Sucher und ja, plötzlich sehen wir einen NPC hier auf der Ecke stehen. Wer ist das denn? Der mysteriöse Meister. Geheimnisvoller Meister. Bei eurer Ankunft beeilt sich der geheimnisvolle Meister, einen Gegenstand in seiner Tasche zu verstecken. Wer seid ihr? Oh, das Mädchen hat euch hergeschickt, oder? Ich weiß, sie möchte ihre Mutter finden. Sagt ihr, sie soll ich gedulden. Nun denn, wenn ihr es sagt. Okay. Ach Quatsch, wir haben hier noch eine Quest. Entschuldigung. Der sieht auch sehr, sehr kauzig aus und hat hier so eine... Was hat denn so eine Peitsche? Kennt ihr wirklich die Wahrheit? Weite Reise. Ihr steht immer noch hier. Warum das? Was haltet ihr da in der Hand? Ihr braucht euch mit solchen Fragen nicht zu belasten. Bringt dem Mädchen einfach mal eine Nachricht. Oh ja? Die Reaktion des geheimnisvollen Meisters ist sehr seltsam. Ihn scheint Hannah-Fan nicht zu kümmern und er scheint nicht mal ihren Namen zu kennen. Sie muss davon erfahren. Verstanden. So, ja, der Meister ist wirklich ein kleines Arschloch, wenn man das so bezeichnen möchte. Aufgrund dessen, dass er sich ja um Hannah-Fan nicht wirklich zu kümmern scheint. Und das können wir ja nicht einfach so auf uns ruhen lassen. Deswegen wollen wir das Mädchen jetzt ein bisschen aufklären über ihren Meister. So, Hannah-Fan. Ups, ein Silberstreif erhalten. Wir haben jetzt eine neue Quest anscheinend. Ein Silberstreif, ihr seht aus dem Augenwinkel, hier steht ihr sehr aus dem Augenwinkel, aber ist ja auch, ihr seht aus dem Augenwinkel etwas Glänzendes und reagiert instinktiv. Plötzlich habt ihr einen Pfeil in der Hand. Darauf steht, steckt eure Nase nicht in Angelegenheiten, die euch nichts angeben, oder ich werde Hannah-Fan töten. Es muss der geheimnisvolle Meister gewesen sein. Was könnte er vorhaben? Mann, sind wir gut, wir haben... so eine starke Reaktionszeit, dass wir einen Pfeil im Flug fangen können.
Aber das soll uns jetzt auch nicht abschrecken, diese Nachricht von ihm. Aber finde ich cool gemacht, dass man überhaupt so eine Nachricht hier erhält. Weiterreise. Ihr sogenannter Meister muss sie unter einer Art Zauber halten. Aber wäre es besser oder schlechter, wenn sie davon weiß? Ich bin zurück, Hannah. Oh gut, kommt mein Meister bald zurück? Geht es ihm gut? Ist er in den Fuß gefallen? Es geht ihm gut und er ist bald zurück. Hm. Habe ich jetzt noch? Nee. Okay, das war jetzt nur einmal so eine kurze Quest, dass man... Also ich habe mich gerade gefragt, ob diese Quest, die wir da bekommen haben, während wir gelandet sind, noch weiterging oder nur so eine Nachricht war. Und zwar nur so eine Nachricht. Hannah-Fan muss gerettet werden. Aber der Zauber schadet ihr vielleicht, wenn er nicht negiert wird. Sie braucht Hilfe. Vielleicht ist ihr Bruder zu finden. Du hast gesagt, du hast einen Bruder namens Ben. Oh ja, habe ich. Er ist sehr nett. Er ist groß und hat schwarze Haare wie ich. Meine Mutter meinte, er ist zum Studieren in Tellus. Das ist aber schon lange her. Habt ihr ihn gesehen? Nein, aber ich würde ihn gerne treffen. Das solltet ihr. Er ist der beste Bruder der Welt. Er ist noch in Tellus, denke ich. Gut, ich werde ihn suchen. Wenn ihr Ben Jun finden könnt, seid ihr vielleicht in der Lage, Hannah-Fan aus den Klauen des geheimnisvollen Meisters zu befreien. Gut, ich werde sehen, was ich finden kann. So, wir fliegen jetzt nicht nach Tellus zurück. Wir benutzen jetzt einmal das Stadtportal. Denn der Bruder soll ja angeblich in der Stadt sein. Und deswegen werden wir ihn jetzt dort suchen. Und ja, deswegen haben wir uns ganz fix nach Tellus teleportiert. Bekomme langsam Hunger. Ach ja, übrigens bei Tellus. In Tellus ist hier oben irgendwo, ja, das sieht man jetzt nicht so gut, ist dort oben, also wenn man quasi auf dieser Plattform stehen würde, ist der älteste von Tellus. Und wenn man nämlich hier in dieses Leuchteding geht, dann wird man automatisch nach oben teleportiert, weil man am Anfang ja noch keine Flügel besitzt und deswegen auch nicht hochfliegen kann. Aber Ben Jun befindet sich hier unten. Der sieht noch sehr, sehr jung aus und sehr schlaksig. Na gut. Hilfe holen. Ach Quatsch, was sagt er denn? Vieles geht mir durch den Kopf. Mhm. Dieser Mann sieht aus wie der von Hannah-Fan beschriebene Bruder. Könnte er es sein? Sagte Ben Jun. Yuki, jetzt geht's aber los. Hilfe holen. Gefundener Bruder. Ja, bin ich. Was kann ich für euch tun? Heißt eure Schwester Hannah-Fan? Ihr kennt meine Schwester. Wann habt ihr sie gesehen? Ich habe seit Wochen nichts von ihr gehört. Erzählt ihm alles, was mit Hannah-Fan passiert ist. Geheimnisvoller Meister, sagt ihr? Ich war auch einmal ein Gefangener dieses Monster. Wenn er Hen steht jetzt hier mit Doppel-N, wurde unsere Mutter wahrscheinlich von ihm umgebracht. Ich konnte nur durch meinen Meister Funton entkommen. Wir müssen sein Treiben ein für alle Mal ein Ende bereiten. Findet Funton, er wird wissen, was zu tun ist. Vielleicht müsst ihr eine Weile suchen, er ist sehr einsiedlerisch. Ich mache mich gleich auf den Weg. So, wir werden jetzt wieder zum nächsten NPC. Meine Freude breitet sich gerade richtig aus, da wir jetzt wieder zum nächsten NPC geschickt werden. Ich weiß gerade gar nicht, was ich gucke. Wir bekommen aber für diese Quest die ganze Zeit 915 Münzen. Deswegen sage ich jetzt auch nicht so viel dazu. So, Funton. Wo ist denn Funton? Ach, der steht ein bisschen außer, als der steht wieder in der ruhelosen Fremde. Und der Yuki geht jetzt langsam steil. Und da gleich sowieso los muss, würde ich sagen, wir sehen uns einfach wieder bei Funton. Und dann starte ich die Aufnahme, aber es wird wahrscheinlich ein anderer Zeitpunkt sein, als es jetzt ist. Deswegen sage ich einfach mal, ich beende hier erstmal die Aufnahme für heute oder für diese Stunde, wie gesagt. Und wir sehen uns dann später wieder, wenn Yuki vielleicht nicht mehr so aktiv ist. Ciao! Willkommen zurück zu Perfect World International. Wie angekündigt stehen wir jetzt vor Funton und werden auch direkt mit ihm zu sprechen. Es geht ja immer noch um die kleine Hannah-Fan, die wir retten müssen. Der geheimnisvolle Meister ist zurück. Erzählt mir alles, was ihr wisst. Danke. So, ein paar Münzen dafür erhalten und jetzt können wir von Anfang an die Quest annehmen. Der geheimnisvolle Meister und ich waren früher zusammen in der Schule. Auch damals trachtete er schon nach verbotenem Wissen. Insbesondere Unsterblichkeit hatte es ihm angetan.
Ich fürchte, er weiß inzwischen, wie er seine schwarze Seele mit der unschuldigen eines reinen Kindes füttern kann. Wenn er Hannah Fenn hat, bleiben ihr vielleicht nur Stunden zu leben. Wir müssen ihn aufhalten. Ben June war nur mal eines von mehreren Kindern, die er vor Jahren für Experimente gefangen hat. Glücklicherweise konnte ich Ben June retten, bevor der Zauber abgeschlossen war. Ich dachte, der geheimnisvolle Meister wäre beim Einsturz seines Hauses getötet worden. Das war wohl ein Fehler. Vor Jahren? Wieso ist er dann noch am Leben? Als Hannah Fenn verschwand, war sie sehr jung. Zu jung, als dass der Zauber wirken könnte. Er muss sie so bei sich behalten haben. Je länger wir warten, desto größer wird die Gefahr. Ich wurde im Kampf mit ihm verletzt, aber ich weiß, was zu tun ist. Sagt Ben June, dass er mit Gespinstflügeln den Zauber von ihr abwenden kann. Er wird dann wissen, was zu tun ist. Schon unterwegs. Ja, und dadurch, dass ich den ganzen Tag jetzt nicht mehr gespielt habe, ist das Stadtportal natürlich wieder zur Verfügung und deswegen benutzen wir das auch ganz flott. Flotti hot. Und dann sind wir auch schon wieder hier in Tellus und können dann direkt zu Ben June nochmal runterlaufen und mit ihm reden, um diesen gewünschten Zauber zu erfahren, zu lernen, damit wir Hannah Fenn aus den Klauen des mysteriösen Meister befreien können. So, nicht in das Licht treten. Wir wollen ja nicht teleportiert werden. Von Anfang an. Nach all dieser Zeit haben wir sie endlich gefunden. Alles, was wir brauchen, sind ein paar Gespinstflüge. Ich muss einige kurze Nachforschungen anstellen. Beeilt euch. Gespinstflüge. Ja, sie sind wie ein natürliches Mana-Gefäß. Damit können wir die Kraft des geheimnisvollen Meisters brechen. Wir brauchen viele von ihm. So bestimmt 20. Schafft ihr das? Bringt sie zu Fontron. Kein Problem. So. Da haben wir dann eine neue Quest namens Gespinstflüge. Das sind wieder Monster im, in der ruhelosen Fremden. Huch, wo bin ich denn jetzt gegen geflogen? Gegen eine Treppe, ja, ist ja geil. Ja. Ist halt auch wieder eine kleine Strecke, deswegen würde ich sagen, wir unterbrechen hier wieder einmal die Aufnahme und wir sehen uns gleich dann wieder. Wir sind mitten in der Nacht angekommen und können deswegen jetzt auch mal ein bisschen runterfliegen. Wir wollten ja die Gespinstflüge töten und das kann man vom Boden, aber auch von der Luft. Aber da wir ja sowieso Fernkampfspieler sind, greifen wir einfach vom Boden an. Dann sollte das auch passen. Aber bevor das losgeht, buffen wir uns natürlich einmal. So. Ja, zum Einsammeln der Sachen müssen wir jetzt allerdings fliegen. Ist natürlich ein bisschen doof, aber ja. Manche Sachen sind aber auch auf dem Boden, aber ich will ja auch nicht fliegen, weil unsere Flügel ja Mana verbrauchen. Und das ist relativ unpraktisch. Aber wie wir sehen, fliegen manche auch sehr tief, dass wir die auch so ohne Probleme töten können. Ich finde die Monster ein bisschen eigenartig, weil sie halt ganz oben sein können und bei ganz unten sein können. Und in diesem Level hat man ja jetzt nicht zwangsläufig Flügel zur Verfügung. Aber nun gut, das ist halt wieder Sache des der Macher. Und ja. So. Nehmen wir erstmal den ersten Packen. Steigen dann kurz in die... Ich glaube, da ist tatsächlich eine Hose für uns bei gewesen. Ja, wir haben tatsächlich eine Hose gefunden. Mir glaube ich fast ein Widerstand. Ich glaube, einer fehlte, oder? Metall, Holz, Wasser, Feuer, Erde. Wirklich mit allen Widerständen. Alle in 180 plus 180 Verteidigung. Unsere Hose hat nur zwei Widerstände. Ach, wir wechseln einfach.
Und das meinte ich damit, es sieht ein bisschen freizügiger aus, weil diese Strümpfe weg sind. Das hatte ich ja letztens irgendwann gesagt. Aber alles in allem ist das Level 4er Set der leichten Rüstung sehr stimmig. Und ich bin echt froh, wir haben es mal geschafft, eine Hose zu finden. Das darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen, richtig? So, Level 23 Monster sind definitiv kein Problem mehr für uns. Eben diese Sachen hier einsammeln und wieder landen. Dann haben wir hier einen Umschlag, mit Rechtsklick natürlich wieder öffnen. Und sind ein bisschen, wir haben 5 perfekte Mana-Tränke gefunden. Oh, und haben das Monster, das gerade erst gespawnt ist, direkt wieder ins Nirvana geschickt. Das ist ja amazing. So. Da haben wir direkt die nächste Rotjade-Libelle. Die wollen wir uns auch direkt vorknöpfen. So. Also es ist relativ einfach, die Quest hier. Wir müssen einmal den grünen Part, Bartaffen, umlaufen. Jetzt geht der auch schon weg. Toll. So, und wir haben schon die Hälfte der Gespinstvögel. Und ja, auch hier sehen wir, dass jedes Monster eigentlich das Quest-Item droppt. Von daher ist das kein Problem. Oh, hier haben wir sogar Roheisen. Brauchen wir allerdings nicht mehr, da wir unsere Manufakturfertigkeiten ja schon längst höher aufgewertet haben. Dieses Monster hatte nichts gedroppt, aber das ist auch zu erwarten bei Level 23er Monster mit Level 29, dass sie kaum eigentlich noch was droppen. Aber wir müssen diesen Monstern ja trotzdem quasi dankbar sein, dass sie uns endlich eine neue Hose gegeben haben. Und hier sind wir jetzt zu niedrig, um die Sachen einzusammeln. Ich mache das ja immer mit F4, weil ich auf F4 ja die Einsammelfunktion liegen habe, weil ich finde das leichter, über Tastatur solche Sachen einzusammeln, als sie manuell mit der Hand anzuklicken. Und das ist eigentlich schon der Grund. Ja. So, gleich sind es auch nur noch 5. Und er hat sich sogar regeneriert, weil er irgendwie nicht an mich... Hä, das habe ich jetzt nicht verstanden. Da war ja diese Blase, dass man sie eigentlich nicht mehr attackieren kann. So. Und ich bin ganz verwirrt. Okay, das ist noch so eine Höhe, die man so einsammeln kann. Alles weitere, was höher ist, definitiv nicht mehr. Man merkt, die droppen sehr viele Pfeile, also die Wolfprankenpfeile. Wir haben da schon 400. Ich würde sagen, die packe ich auch dann später in die Kiste rein, wenn wir endlich wieder auf den Bogen zurückgreifen können. Denn ihr wisst ja, ich möchte ja mit dem Bogen spielen, da ich auch die Armbrust oder die Schleuder nicht so cool finde. Schon gar nicht die Schleuder, weil das ist ein relativ lächerliches, weiß nicht, finde die relativ sehr lächerlich. Die Waffe. So, nur noch 2. Und jetzt kommt nur noch ein einziger Gespinstflügel. Und den wollen wir sofort besorgen. Und jetzt haben wir zu wenig MP, aber wir könnten ja auch mal so angreifen, ohne dabei vielleicht zu sterben.
Jetzt müssen wir zurück zu Fonton. Das ist jetzt nicht allzu weit der Weg, aber wir unterbrechen auch hier die Aufnahme und sehen uns gleich bei dem NPC wieder.